Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Tante Juli, das ist mein Kanal und hier gab es schon lange kein neues Video, weil ich keine Lust, keine Zeit, keine Inspiration hatte. Aber ihr wolltet unbedingt noch einen zweiten Teil von einem Selfie-Video. Ich verlinke euch den ersten Teil nochmal unten in der Infobox. Da habe ich darüber gesprochen, wie das bei Selfie prinzipiell funktioniert, wenn man Dinge kauft. Da habe ich euch auch die Klamotten gezeigt, die ich gekauft habe. Aber auch wenn man verkauft, wie dieser Ablauf ist. Und ihr wolltet jetzt unbedingt wissen, wie das mit dem Verkauf weiterging. Ich habe also da meine gepackten Klamotten in diesen Tüten hingeschickt. Und dann bekommt man eine Nachricht, dass es etwa 9 Wochen dauert, bis die ausgepackt werden. Also das ist schon mal krass, dieses, du schickst das dahin und es dauert nochmal 9 Wochen, ehe die deine Tüte überhaupt in die Hand nehmen. Ich glaube, bei mir waren es dann etwa 11 Wochen, als das Ganze dann endlich online ging. Und die sehen sich quasi erstmal alle Klamotten an und dann bekommt man nochmal eine Nachricht. Ich glaube, bei mir waren das 2 oder 3 Artikel, wo sie sagen, hey, die würden wir nicht einstellen. Das kann zum Beispiel sein, weil sie die Qualität oder den Wert der Klamotte nicht mehr so hoch einschätzen. Ich glaube, es geht dort immer erst bei 5 Euro oder so los und wenn die sagen, hey, das ist nicht mehr 5 Euro wert oder das bekommen wir nicht verkauft, dann bekommst du quasi mehrere Optionen, was du mit den Klamotten machen kannst. Die werden dir dann quasi betitelt, welche die aussortiert haben und du hast, ich meine, 3 Tage Zeit, um darüber zu entscheiden, was du tun möchtest. Und man hat die Wahl, ich glaube nur zwischen dreien. Entweder nochmal eine neue Prüfung, also dass die sich das nochmal nehmen sollen und nochmal überprüfen sollen. Dann kannst du es an karitative Zwecke spenden oder du kannst es an dich zurückschicken lassen. An dich zurückschicken lassen kostet, glaube ich, den Versand von 4 oder 5 Euro, aber nicht pro Teil, sondern dann für alle, die du dir zurückschicken lässt. Und wenn du diese Frist verpasst, wird es automatisch an karitative Zwecke gespendet. Genau. Und wenn das dann erstmal durch ist, werden halt peu à peu, also auch nicht auf einmal, sondern es zog sich, glaube ich, über eine Woche, dass so peu à peu alle Klamotten, die ich eingeschickt hatte, zu mir kam zur Prüfung. Also das heißt, ihr seht, wie die dann dort abgebildet werden. Also die Fotos sind top. Die werden ja dann immer auf so eine Modepuppe gehangen. Keine Ahnung. Also die Fotos sind echt krass. Die könntest du zu Hause nicht so toll machen. Das ist schon mal super. Und dann wird auch immer der Preis dazu eingeblendet. Und da kann man dann nochmal sagen, ob man den Preis vielleicht verändert haben will. Ich habe die Preise alle so gelassen. Ich hätte die niemals, wenn ich dasselbe auf Vinted oder so verkauft hätte, für so viel Geld angeboten. Niemals. Aber es wurde schon einiges verkauft. Von daher scheint das ja irgendwie zu funktionieren. Genau, ich habe auch schon einige der Klamotten verkauft. Und dann bekommt man ja, also es ist nicht so viel, was du da rausbekommst, weil Selfie einen relativ großen Anteil, eine relativ große Provision bekommt, aber das ist mir tatsächlich wert, weil die Fotos super aussehen, die würde ich nie so selber hinkriegen. Ich habe keine Arbeit damit, ich muss nicht mit einem Interessenten schreiben, ich muss das nicht verpacken, ich muss das nicht versenden, ich muss dann auch nicht eventuell mich mit irgendwas rumschlagen, was nicht geklappt hat, wenn das dann da nicht ankommt oder was auch immer. Und wie gesagt, ich verdiene wahrscheinlich sogar gleich viel, als wenn ich es selber machen würde oder vielleicht sogar noch mehr, obwohl Selfie so einen großen Anteil bekommt, weil sie es halt für einen höheren Preis einstellen, wie ich das privat gemacht hätte. Und ich glaube, ich habe jetzt 3 Sachen verkauft und hatte, glaube ich, einen Erlös von 15 Euro. Ich meine, die Sachen sind jetzt seit 2 Wochen online und ich habe, wie gesagt, 3 oder 4 Sachen habe ich verkauft und aktuellen Erlös, ich habe mich extra nachgeguckt, von 15 Euro gehabt. Ja, mal gucken, was dann jetzt mit dem Rest passiert. Ich weiß, die sind ja auch nur für einen bestimmten Zeitraum da drin. Und was dann passiert, wenn die Klamotten nicht verkauft wurden. Also könnte man optional noch einen dritten Teil dieser Videoreihe machen. Schreibt gerne in die Kommentare, falls euch der weitere Prozess noch interessiert. Was kann ich noch sagen? Ah, genau. Wenn man dann was verkauft hat, also wenn man dann ein Budget von 15 Euro zum Beispiel hat, kannst du das entweder spenden, du kannst dir das Geld auf dein Bankkonto schicken lassen oder du kannst es in Selfie Credits
umwandeln und dann wiederum bei Selby einlösen für Klamotten, die du wiederum kaufen willst. Finde ich auch ein geiles System, zu sagen, hey cool, das, was ich mit alten Klamotten verkauft habe, kann ich direkt für neu umsetzen. Hab da so eine ausbalancierte, ne? Ich verkaufe was und von dem Geld kann ich mir was Neues kaufen. Ist eigentlich auch sehr geil. Das sind dann die Optionen, die du hast mit dem Erlös, den du erwirtschaftest. Also im Großen und Ganzen bin ich super krass zufrieden. Es dauert einfach alles ewig. Es hat ja schon super lange gedauert, ehe die Sachen, die ich bestellt hatte, angekommen sind. Dann hat es halt 11 Wochen gedauert, ehe die meine Tüten ausgepackt haben. Deswegen müsst ihr immer darauf achten. Ich hatte das Ganze Anfang des Jahres, ich meine im Januar, Februar dahin geschickt und habe Sommersachen hingeschickt. Anders hätte das ja auch gar nicht funktioniert. Die Leute kaufen jetzt Sommersachen. Und man müsste wahrscheinlich jetzt Herbst-Wintersachen hinschicken, damit das dann so vom Ablauf her funktioniert. Ich bin super zufrieden, wie das dann dargestellt wird mit den Preisen und dass ich mich um nichts mehr kümmern muss. Einfach fantastisch. Ich bin gespannt, ob ich wirklich alle meine Teile verkauft bekomme und was ich dann am Ende für einen Erlös im Gesamten haben werde und was mit den Klamottenteilen passiert, die nicht verkauft werden. Also ob man dann wieder die Option hat, zu spenden oder an sich zurückschicken zu lassen. Wir werden sehen. Wie gesagt, wenn euch das auch noch interessiert und ihr gerne noch einen dritten Teil haben wollt, kommentiert das sehr, sehr gerne. Und ansonsten war es das mit dem zweiten Teil meiner Selby-Review. Ich wollte nochmal erzählen einfach, wie es dann weitergeht. Ich habe das auch schon weiterempfohlen. Also meine Mutter hat auch nochmal, boah, die hat viele von diesen Beuteln weggeschickt. Ich glaube, das waren nochmal 3 oder 4. Und werde, glaube ich, nochmal so Herbst-Winter-Sachen dann aussortieren und das da hinschicken. Vielleicht so im Juli oder August. Mal schauen. Genau. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn dem so war, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ich freue mich sehr über eure Kommentare. Habt ihr schon mal Selby ausprobiert oder einen anderen Anbieter? Oder. Ich freue mich, von euch zu lesen und vielleicht hoffentlich sehen wir uns bald beim nächsten Mal, wenn ich das geschissen kriege, hier wieder ein bisschen mehr Content zu produzieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!